Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Quizduell. Ihr kennt den Spaß mittlerweile. Wir spielen Jetpunk.com Quizzes, die ihr eingeschickt habt. Rücki ist dabei, Ryan ist dabei. Gewinner wird der schlauste Mensch der Welt der Woche. Ich halte euch gar nicht auf. Abonniert den Kanal. Viel Spaß. Kein Smalltalk heute, nur Quizduell. Hey, Quizduell ja? Und Schnauze halten. Ja, das macht genau. So. Einfach nur gegeneinander quizzen. Wir reden nicht. Wir gehen ins erste Quiz. Verkehrszeichen europäischer Länder. Ich will gar nicht lange irgendwas von euch hören. Ja, mir recht's ja hier. Ich grüße euch aber recht herzlich bei diesem Stream. Wir gucken uns jetzt diese Straßenschilder an und versuchen herauszufinden, was wohin gehört. Okay, ein Jetski, eine Ente, Polizei, Radias Internas Reversuerta. Wird Italien oder sowas sein, oder? Nein? Europäische Länder wohlgemerkt, das ist schon mal ein guter Tipp. Es wird spannend. Ich muss ganz kurz die Kamera hier noch anpassen und einen Spuckefleck vom Bildschirm wischen. Erstes Polen. Da kenne ich an dem Zlo. An dem Schlo. Schlo, glaube ich, ist das, oder? Und das ist wahrscheinlich irgendwas in der Nähe. Ungarn, Tschechien. Und hier, ey, hier sind Hirsche. Das wird wahrscheinlich Norwegen sein, oder? Und hier sind Frösche und ein rechtsabbieger Pfeil. Und das unten rechts habe ich noch nie gesehen. Das ist nicht Deutschland wahrscheinlich. Es ist Deutschland. Krise. Klo, Zoll. Stopp, Kontroll. Oh mein Gott. Das ist ja ultra schwer. Einbahn, dies, das. Das ist mal Deutschland. Ne? Was sonst? Dann kann es nur die Schweiz sein. So, was? Das ist doch nicht Österreich, oder doch? LOL! Ha, ich habe gar nichts gesagt. Das ist ja ultra schwer. Das ist ja ultra schwer. Das ist Deutschland. Diese Dinger, das müsste Deutschland sein. Via Rapida, ich sag, das ist Rumänien. Dann Spanien, ja, okay. Es ist Irland, oder nicht? Das sieht so irisch aus. Kein Irland. Ich will einfach Länder nehmen und die überall reinpumpen, wisst ihr? Aber das will ich eigentlich gar nicht. Wo ist denn scheiß Italien? Das ist auch wieder hier so Schweden. Komm, wir machen hier Italien. Hier muss ja Italien sein. Via Rapida. Können auch Spanien sein. Rapida. Ja, Rapida im Arsch. Dann so, dummes Auto. Hier sind so Schafe halt. Das ist ja immer mit Irland. Oder haben die in Großbritannien einzelne Schilder? Weiß ich gerade gar nicht. Fietzpat. Was könnte denn Fietzpat sein? Fietzpat klingt süß. Belgien ist süß. Das ist Niederlande, oder? Da gibt es eine Fähre, das könnte Griechenland sein. Griechenland ist, glaube ich, ein ganz heißer Tipp. Sag ich ja. Stopp, Polizei. Liechtenstein? Luxemburg? Wer schreibt denn Polizei so? Ist ja illegal. Schweiz? Hä? Wer schreibt denn so Polizei? Gelber Fußgängerüberweg. Keine Ahnung, Russland. Irland. Großbritannien. UK. Okay, wir haben hier vielleicht Estland, Lettland, Litauen. Das erkennt man so ein bisschen in Miradias. Also die Sprache klingt so ein bisschen nach den Ländern. Kann ich Niederlande irgendwo zuordnen? Warte mal, das ist auch irgendwo oben. Norwegen, Schweden. Ja, okay, pass auf. Bus, das ist sehr komisch. Europäisch. Europäische Länder, oder? Das ist... Kann ja nur Großbritannien sein, oder? Großbritannien. Wie schreibt man das wieder? UK, Vereinigtes Königreich. Nein, wer hat bitte in Europa viereckige gelbe Schilder? So, hier diese Elche, da ist was, so ein Elch, das habe ich schon. Da war doch noch irgendwo so ein Elch, oder nicht? Da ist ein Schaf, das ist sicher Island oder so. Island. Oha! Siehst du? Okay, also jetzt zieht ein Esel, da werden Kinder gezeigt. Das hier ist die Slowakei, Slowenien, Bosnien, Herzegowina. Gibt es überhaupt noch? Serbien, Montenegro, Ungarn, Bulgarien, Rumänien. Gibt es da irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, das könnte auch... Ich weiß ja nicht, wo es ist, ne? Rumänien, da ist es. So, Stopp, Polizei. Woran denke ich da als erstes? Polizei, so geschrieben, so richtig dumm. Eigentlich auch wieder in irgendeinem Ostblockland, oder nicht? An Estland nämlich. Und wenn das Estland ist, dann ist das nämlich Lettland oder Litauen oder Finnland. Das ist halt so ähnlich. Man darf da, hier darf man Jetski fahren und hier darf man keinen Jetski fahren. Oder ein Schneemobil oder so. Dänemark vielleicht. Auch nicht. Island. Da darf man nämlich kein Jetski fahren. Die Insel ist zu klein. Dänemark, Niederlande. Und hier haben wir Finnland oder Schweden. Ne? Finnland oder Schweden. Ja, es ist Schweden. Da sehe ich Skier und so. Das wird schon passen. Roundabout. Hier sind Straßenhügelchen. Keine Ahnung. Ist das Finnland? Bus? UK? Großbritannien? Eins davon wird doch Dingens sein hier, oder? Da steht hier Gagade. Ungarn. Also da ist ja auf jeden Fall Ungarn irgendwo noch dabei, oder? Frankreich?
Das ist Frankreich mit dem Schaf. Gorgard, okay, das ist Schweden oder Norwegen oder Dänemark. So, läuft ja. Was soll das? Thai? Ich glaube aber, dass ich ultra schlecht bin. Eine Minute 40 habe ich noch. Da ist noch ein Elch drauf. Finnland, Norwegen. Ja, ist das so? Dann haben wir da, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Zoll. Ah, das ist Polen. Was haben wir hier? Reservoir, Internet, das. Radias. Das ist Bulgarien, sage ich. Ne? Okay. Andorra. Rumänien. Hier ist Rumänien. Bulgarien. Ich muss ein bisschen reinschieten jetzt. Kroatien hatten wir schon, glaube ich. Schon probiert. Also diese Polizeidinge so nervt mich ein bisschen. Niederlande. Niederlande hatten wir schon. Belgien muss noch irgendwo sein, oder? Nee, auch nicht. Estland. Oh, das ist Estland. Ja, da bin ich gespannt, was die letzten drei sind. Vielleicht ist Portugal eins davon. Nee, Island, Irland und Dänemark. Ist okay. Das sieht für mich gelb und, also das ist mir auch so eingetrichtert worden. Gelb-blau ist für mich automatisch Ikea. Da wäre für mich nichts in Frage gekommen, außer Schweden so. Dann habe ich da halt einfach reingesagt. Was soll's? War gut. Litauen, Irland, das ist Irland und Dänemark. Gagade ist ein dänisches Wort? Na gut. Ja, ein bisschen gecheatet. Ne? Wenn ich halt, man kann einfach alle Länder durchgehen, alle europäischen Länder und überall copy-pasten, dann hat man die 100%. Aber ich habe es erst am Ende gemacht mit zwei Dinger. Ich bin also quite happy mit. Ja, ich finde es okay. Aber die anderen, die waren da sicher irgendwie besser im um die Ecke denken, glaube ich. Ich bin ja Experte für Verkehrszeichen aus europäischen Ländern. Das wusste ich. Ich muss sagen, für mich war das natürlich kein Problem. Davon bin ich ausgegangen. Außer Polizei. Ja, ich war so pissed. Ich denke mir, in welchen Land schreibt man so Polizei. Da war ich direkt zu Luxemburg-Liechtenstein. Muss richtig. Safe, aber war es nicht. War nichts. Ich möchte ein bisschen reinflexen. Ich habe nicht einfach nur Länder copy-pastet, sondern ich habe actually darüber nachgedacht. Und ja, eigentlich ganz happy mit der Ausbildung, mit dem Outcome. Ey, herzlichen Glückwunsch, Brücki. Das ist das, Dankeschön. Was alle anderen immer machen eigentlich. Drüber nachdenken. Habe ich auch gemacht am Ende, aber ich habe, also copy-pasted habe ich am Ende. Ja, eben. Aber die meisten habe ich auch schon nachgedacht. Normalerweise copy-pasted nämlich, ganz auf ganz lame. Ja, dadurch habe ich mir vielleicht ein oder zwei am Ende noch gesnackt. Nicht lang schnacken. Was habt ihr denn? Ich habe 13 und 16. Ich habe auch 13. Tatsächlich sehr stabil. Ich habe nämlich nur 11. Ja, dann gehen Brücke nicht in Führung. Mit jeweils 1,5 Punkten. Boah, krass. Ich dachte, ich bin echt krass gewesen. Aber Brücke hat trotzdem einfach auch 13 ins Bild. Vorsicht, Froschgefahr. Ne? Gefahr gibt es aber nicht nur auf der Straße, sondern auch im Internet. Und deswegen ist der Partner des heutigen Videos Bitdefender. Bitdefender ist ein globales Cybersicherheitsunternehmen, das erstklassige Produkte anbietet. Darunter Bitdefender Smart Home Security, eine routerbasierte Cybersicherheitslösung, die alle angeschlossenen Geräte schützt. Zusätzliche Funktionen sind zum Beispiel ein VPN, Kindersicherung, Werbeblockierung und Anti-Tracking. Bitdefender arbeitet hierbei mit einer KI zur Erkennung von Geräten und Bedrohungen, schützt Geräte, die von herkömmlichen Antivirenprogrammen nicht geschützt werden können und ist sehr einfach zu verwalten, selbst wenn ihr der größte Dulli seid. Im durchschnittlichen Haushalt sind mittlerweile 20 plus verbundene Geräte, Smart Homes sehen täglich mehr als 10 Angriffe und Bitdefender bietet hier eine sehr sichere und einfache Lösung. Bitdefender wird auch ein paar Goodiebags auf der Open Air Gaming Night von Netgear verteilen. Das ist ein kleines Gamescom-Side-Event, das von Mittwoch bis Samstag stattfinden wird. Und am Samstag bin ich höchstpersönlich da und wir spielen live Quizduell. Sprich, kommt, wenn ihr in Köln wohnt oder wenn ihr zufällig auf der Gamescom seid, gerne um 18 Uhr im Open-Air-Kino Köln vorbei. Spielen wir ein bisschen Quizduell zusammen. Ihr kriegt ein Goodiebag von Bitdefender und jetzt könnt ihr Quizduell. Märchenquiz. Märchenquiz. Das ist nicht meine Stärke, glaube ich. Das macht nichts. Kannst ja nicht überall stark sein, ne? Hast ja recht. Wollen wir ins Märchenquiz reingehen? Ja, machen wir das doch. Ihr ratet die Märchen anhand der Beschreibungen. Ich kenne keine Märchen. Welches Märchen der Gebrüder Grimm beinhaltet einen sprechenden Fisch, der Wünsche erfüllen kann? Gibt's gar nicht, noch nie gehört, ist erfunden. Welches Märchen der Brüder Grimm beginnt mit einem Wunsch, den ein armer Holzfäller und seine Frau bei einem Zauberwesen äußern? Kein Plan. Welcher Charakter in Schneewäschchen Rosenrot verwandelt sich am Ende der Geschichte in einen Prinzen? Hä? Komm, ich gebe jetzt einmal Frosch an. Nee. Achso, Froschkönig. Nee, was? Das ist doch eine Frage. Welcher Charakter? Errate die Märchen anhand der Beschreibung. Und jetzt fragt er mir, welcher Charakter... Okay, ich bin schon lost. In welchem Märchen geht es um eine Prinzessin, die eine goldene... So, Froschkönig. Errate die Märchen anhand der Beschreibung. Ich bin kein Märchenfreund. Ich erzähle gerne mal ein Märchen oder so. Aber ich kenne kein. Märchen erzählen meine ich, ich erzähle Scheiße. Diese sechs Schwäne muss die Schwester der verwandelten Brüder wie viele Jahre schweigend Kleider nähen, um den Fluch zu brechen. 60 Jahre.
Eins, zwei, drei, sieben Jahre. Stark von mir gelöst. Verwandelt die böse Stiefmutter den Bruder in ein Reh. Hänsel und Gretel. Was befindet sich im Korb von Rotkäppchen? Rot? Marmelade? Rosen? Pilze? Was ist im Korb von Rotkäppchen? Suppe? Essen? Kein Plan. Null Plan, tut mir leid. Welche Tiere führen dem Prinzen auf Aschenputtels Spur? Hasen, Igel, Fliegen. Oh, das war da unten. Welche sieben erlegte das tapfere Schneider dann auf einen Streich? Ja, das wusste ich aber. Vögel, Tauben. Geil, Tauben sind's. Welche Tiere führen dem Prinzen auf Aschenputtels Spur? Doch, ich bin so schlecht im Märchen, Alter. Ah, ganz unten steht der Esel, die Bremer. Da brauche ich gar nicht überleben. Überleben. Überleben wäre gut. Immer Stadtmusikanten, oder nicht? Da steht ein Esel, nenne weiteres Tier. Ach so, ich bin so dumm. Katze. Okay, wow. Aus welchem Material sind die Kaisers neuen Kleider? Aus nichts, oder? Ja, Luft, nichts. Okay. Welche sieben erlegte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich? Ja, Fliegen war das, oder? Wie heißt die Schwester von Rosenrot? Schnee... Weißchen. Welches Märchen beginnt mit der Zeile, es war einmal ein Kaufmann, der hatte drei Töchter? Tauschen. Sie haben es tauschen, glaube ich. Aber was hat er zuerst gehabt? Der hat irgendeinen Scheiß. Und dann, der wurde immer reicher und reicher, weil er einfach immer getauscht hat. Möchtest du tauschen? Ich habe ein Schaf oder so. Peter Pan. Frau Holle. Easy. Der Rattenfänger. Ah, die kleine Bohne. 101 Dalmatiner. Ganz unten steht der Esel, nenne ein weiteres Tier, das Teil der Bremer Stadtmusikanten ist. Ja, Hund. Aus welchem Material sind des Kaisers neue Kleider? Keine Ahnung, Gold, Seide, Baumwolle. Wo sind denn des Kaisers neue Kleider? Woraus ist denn das gemacht? Seide, Seidenkleid. Keine Ahnung, Polyester. Polyester-Gemisch. Wie heißt die Schwester von Rosenrot? Veilchenblau. Wer zum Fick ist Rosenrot? Wem schüttelt Goldmarie die Betten aus? Bären. Der Bär, okay. Wem schüttelt Goldmarie die Betten aus? Bären, der Bärenbande. Wer ist Goldmarie? Welches Märchen der Gebrüder Grimm beinhaltet entsprechenden Fisch, der Wünsche erfüllen kann? Ich glaube, ich bin raus. Welche Tiere? Tiere, da kann man drauf kommen. Tauben. So! Das war ja mal ein richtig geiler Lucky Shot hier. Was ist dem armen Sterntalerkind noch geblieben? Was ist dem geblieben? Was ist dem Sterntalerkind? Hoffnung, Leben, dem Sterntalerkind, Stein, Goldmünze. Richtige für den Prinzen auf Aschenputtels Spur. Zwei Tauben. Was ist dem armen Sterntalerkind noch geblieben? Eine Münze. Ein Taler. Ein Stern. Deinen Namen trägt. Aus welchem Material sind die Kaisers neue Kleider? Aus Seide. Aus nichts. Stark. Welche sieben erlegt das tapfere Schneiderlein auf einen Streich? Sieben Zwerge. Nee, ist, glaube ich, zu brutal. Sieben. Wie heißt die Schwester von Rosenrot? Schneeweißchen. Das ist aber eine Fanfrage, ne? Was befindet sich im Korb von Rotkäppchen? Wein. Okay, ich bin Rotkäppchen. Ich versetze mich jetzt in Rotkäppchen rein. Meine Oma wohnt im Wald. Ich besuche meine Oma. Was bringe ich der Oma mit? Flasche Wein, Tee, Kaffee, Fleisch, geräuchertes Brot, Brötchen, frisches Brot. Äpfel! Ich dachte, ich hab's mit Apfel. Birnen, Kirschen, Trauben, Zwetschgen, Blumen, Rosen. Was bringt denn hier Oma jetzt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Käse! Ach, schade. Was ist dem Kind geblieben? Dem Sterntalerkind. Ein Taler, ein Stern. Ein Kind. Okay, das war's, glaube ich. Rumpelstilzchen, da hätte man drauf kommen können. Der Fischer und seine Frau, kein Plan. Der Bär, kein Plan, noch nie gehört. Brüderchen und Schwesterchen, habe ich schon mal gehört, aber... Die Schöne und das Biest. Ach was, das wusste ich nicht. Ich kenne das zwar, aber auch nicht oft gesehen. Ich wusste nicht, dass das mit dem Spruch beginnt. Kuchen und Wein! Und ich sag Brot und Wein! Fick mein Leben! Ein dünnes Hemd, die sind noch geblieben. Ja, Träumchen. 8 von 15. Naja. Was ist dem armen Sterntalerkind noch geblieben? Ja, offensichtlich nicht viel. Ach, ich gebe auf. Rumpelstilzchen. Der Fischer und seine Frau. Mhm. Brüderchen und Schwesterchen. Kuchen und Wein. Ich habe Apfelkuchen und Wein reingeschrieben, aber nicht beides. Ein dünnes Hemd. Oh ja, gut, da habe ich fairerweise auch Hemd geschrieben, ne? Oder Kleid.
Ah, des Kaisers neue Kleider. Ja, ja, ja. Des Kaisers neue Kleider ist ja das, wo er so verarscht wird und wo ihm gesagt wird, dass nur wenn man so richtig krass ist, kann man irgendwie den Stoff sehen oder so. Und dann glaubt er das, weil er ja so richtig krass sein will. Ne? Das war das. Ah ja, Frau Holle. Ups. Warte, aber ist Frau Holle nicht diejenige, die die Betten ausschüttelt? Nee, andersrum, oder? Ach, keine Ahnung. Ist mir egal, ganz ehrlich. Ich war Rotkäppchen. Ne? Ich habe mich da reinversetzt. Meine Oma wohnt bald. Ne? Du warst Pinkkäppchen, die hat gefragt, ob ich irgendwas vorbeibringen kann. Alles habe ich reingeschrieben. Aber Kuchen und Wein. Weißt du? Drauf. Ich war ja so schlau und habe Brot und Wein geschrieben, weil ich dachte mir, das ist richtig. Und mehr ist mir dazu nicht eingefallen. Aber auf Kuchen und Wein wäre ich nicht. Ja, Brot und Wein ist hier Jesus, glaube ich, ne? Ja, true. Jetzt, wo du es sagst. Also Kuchen und Wein passt ja gar nicht zusammen. Ist ja auch. Ne? Voll, überhaupt nicht. Ich bin nicht gut in Märchen. Ich kenne keine Märchen tatsächlich. Deswegen fange ich hier mal an. Ich habe 6 von 15. Dann prüf mal, mach du mal weiter. Oh, sehr gerne, weil ich habe 7 und ich habe auch keine Ahnung von Märchen so. Aber ich habe ein bisschen Glück gehabt. Okay, geil. Ich habe auch keine Ahnung von Märchen, aber ich habe tatsächlich 8. Ah! Ja, Maschine. Dann habe ich 0, Ryan kriegt 2 und Bröki kriegt 1. Damit geht Commander Brückmann in Führung. Juhu! Zweitgrößte Dinge der Welt, Geografie. Zweitgrößte Sache der jeweiligen... Ja, das ist so, das weiß man halt meistens einfach nicht. Na, wir gehen einfach mal rein. Sehr interesting. Ich bin gespannt. Come on. So, größter Ozean ist ja Pazifik, dann ist Atlantik wahrscheinlich. So, welcher ist der zweitgrößte Berg der Welt? Keine Ahnung, Kilimanjaro, wie schreibt man den überhaupt? Komm, das lassen wir aus, das dauert zu lang. Zweitgrößte Fluss ist ja je nach Definition der Nil oder der Amazonas. Was? So. Zweitgrößte Insel der Welt, Hawaii. Kein Plan, das skippen wir erstmal. Zweitgrößte Wüste der Welt, Gobi? Wüste Gobi? Sahara ist die größte auf jeden Fall. Ja. Nee, warte, die größte Wüste ist doch die Arktis, oder? Sahara. Arktis. Zweitgrößte Kontinent der Welt. Afrika, wahrscheinlich. Wer ist die größte Insel der Welt? Zweitgrößte Insel der Welt. Australien. Was zählt denn als Insel? Was ist denn so eine Insel? Wo ist denn die Definition von Insel? Madagaskar. Ist Madagaskar eine Insel? Vielleicht, ja. Zweitgrößte Wüste der Welt. Sahara. Gobi. Wüste Gobi. Nein. Mongolische Steppe. Wer ist der zweitgrößte Kontinent der Welt? Nordamerika. Afrika. Der zweitgrößte See der Welt nach Fläche. Der Beringsee. Welcher zweitgrößte See der Welt nach Fläche? Kein Plan. Ich habe letztes Mal schon abgekackt bei den ganzen Seen. Viktoriasee. Kein Plan. Die zweitbevölkerungsreichste Stadt der Welt. Oh! Die bevölkerungsreichste Stadt, die kennt eh keinen Schwanz. Das ist irgendeine Stadt in China, die niemand kennt. Schaut mal, Delhi. Schreibt man das? Blödsinn. Tokio ist ja die bevölkerungsreichste, glaube ich. Zweitlängste Gebirgszug der Welt. Anden, Pyrenäen, Himalaya. Ich weiß auch gar nicht, wie man die ganze Scheiße schreibt. Zweitgrößte Staat USA nach Fläche. Colorado. Texas. Oh, Texas ist zweitgrößte. Zweitgrößte Land der Welt nach Fläche. Also Russland nicht. China vielleicht? Nee. Brasilien, Algerien, Mongolei, Russland, China. Russland, Mongolei, China, Indien, USA, Kanada. Das zweithöchste Gebäude der Welt. Ja, zweithöchste Gebäude der Welt. Sky Tower. Das zweitgrößte Schloss der Welt nach Fläche. Schloss Hinteregger. Mehr kenne ich nicht. Welches ist das zweitgrößte Gebäude der Welt? Zweitgrößtes Gebäude der Welt. Burj Khalifa ist das größte Gebäude. Größte Gebäude, Kuala Lumpur, wie heißt das? Malaysia? Nee, wie heißt dieser Kuala Lumpur Dingens? Kuala Lumpur Tower. Nee, wie hieß der? Shit, wenn es der ist, ärgere ich mich, weil ich glaube, ich weiß, dass es der ist. In welchem Land befindet sich die zweitälteste Universität der Welt, die kontinuierlich betrieben wurde? Griechenland, Italien, Spanien, Österreich, Deutschland, Frankreich. Marokko. Oh! Ha, Marokko! Wer ist die zweitlängste Eisenbahnstrecke der Welt? Hat die einen besonderen Namen? Scheiße. Also ich weiß actually gar nichts. Holy fuck. Oh! Ist der zweitgrößte Staat in den USA nach Fläche. In den USA das zweitgrößte Land. Kalifornien. Texas ist sehr groß. Was ist denn das größte dann? Texas ist doch riesengroß, oder nicht? Das rechts und links daneben, ne? Da gibt es so Riesenländer. Wie ich nicht weiß, wie die heißen. Oh ja, Delhi. Stark. Oberer See, Lake Superior. Arabische Wüste.
Neuguinea, alles. K2! Ah! Ist ja absolut terrible. Rocky Mountains, okay. Merdeka 118, nie gehört. Schloss Windsor, okay. Marokko, älteste Universität, check ich. Transsibirische Eisenbahn, hätte ich alles nicht gehabt. K2 ist Jesus Christus, Josef und Maria. Oh, natürlich. Goddammit. Schloss Windsor, oh, da wäre ich nie drauf gekommen. Neuguinea, K2, arabische Wüste. Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Oberer See, Lake Superior. Delhi. Neu-Delhi habe ich angegeben, aber Delhi. Rocky Mountains. Aber ja, ist okay. Wäre ich sonst auf nichts draufkommen. Ist vollkommen in Ordnung. Marokko? Na gut. Oberer See. Hä? Das tiltet mich ja, ne? Delhi tiltet mich ja. Ich habe doch Delhi angegeben und Neu-Delhi. Oder habe ich wahrscheinlich das L und das H vertippt, ne? Boah, das ist so... Ja, Leute... Sorry, ich weiß, wie man Delhi schreibt. Das tut mir wirklich wieder ultra leid. Transsibirische Eisenbahn, kann man schon mal gehört haben. Rocky Mountains, ja. Neuguinea ist die zweitgrößte Insel der Welt. Na gut. Ja, das war schwierig. Und ich dachte so, ah, scheiße, was ist, wenn das so voll offensichtliche Dinge sind? Aber ich glaube, die meisten Sachen habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Ich schalte gerne rein, ich habe nicht so viel, ich habe 5. Okay, 5 ist richtig schlecht. Dankeschön. Ja, du hast auch 5, ne? Danke für die Einordnung. Nee, ich habe 6. Ja, okay, ich habe auch 5. Oh! Ich wollte eigentlich nur so tun, als hätte ich nur eins mehr. Nee, als hätte ich urviel und dann habe ich nur eins mehr. Aber dass ihr jetzt beide 5 habt, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, wir haben beide 5. Sprich, du kriegst 2, gehst damit auf 4. Brücke hat 3 und ich habe 2 insgesamt. Ja, Träumchen. Ich habe gehört, der Flo, der hat jetzt ein ultra geiles nächstes Quiz vorbereitet. Ja, das nennt sich Alles in Rot. Weiß nicht, was das ist. Meine Schlüpper. Ah, okay. Alles in Rot. Wie gut kennst du die Farbe Rot? Ja, Alles in Rot. Zoidberg. Grand Canyon, UdSSR, Golden Gate Bridge. Ist das überhaupt so? Ist es hier nicht so ein Ding? Muss ich doch. Scheiße, nicht beim Obst jetzt aufhören. Ich sag, das ist ein Granatapfel von außen. Ja, Mann, ich bin so geil. Ich hab das Ding noch nie gesehen. Himbeeren. Das ist, weiß nicht, eine Zielscheibe. Was soll das sein? Ach, shit. Bobby Carr. Oh, das sind so Dinger, die man eigentlich wissen sollte, aber ich habe wieder keinen Plan. Wie heißt der Typ? Das ist wieder, wo ist der her? One Piece, glaube ich. Ich kenne mich ja nicht aus. Kein Plan, wo der her ist. Ich schaue keine Ahnung mehr. So, das ist geil. Imposter, eindeutig. Was? Ist kein Imposter. Wie heißt das dann? Einfach nur Among Us, oder was? Okay. Target, Uluru, Eintracht, Bobby Carr, Amogus, Sass, Among Us, Shanks, Radieschen. Das gibt mal ganz kurz. Das ist Fortuna Düsseldorf, Pinterest. Shanks? Das ist eine Litschi, glaube ich. Doch, das ist eine Litschi? Nein? Wir haben Thema Marokko, ne? Düsseldorf. Ist das nicht so eine Pornoseite? Also, ich kenne mich gar nicht mit aus, ne? Aber das ist Elmo, oder nicht? Ja, und das ist, wie heißt der Rote nochmal? Hank. 95, Freiburg. Was weiß ich? Sicher eine Fußballmannschaft, die ich nicht kenne. Frankfurt, Pinterest. Das ist Pinterest. Das ist Roter Platz. Das ist. Ja, das war das Eiffelturm, sagt aber das ist doch nicht der Eiffelturm. Was zum Fick ist das? Ist das der Eiffelturm? Haben die den irgendwann angemalt? Hä? Was zum Fick ist das? Eiffelturm angemalt. Ja, kann es sein, dass das irgendeine Kunstaktion war oder was weiß ich was? Ernie? Ach, Scheiße, wie heißt der? Irgendein Turm, Elmo, Knuckles. Also, das ist ja nicht. Das ist doch nicht der Tokyo Tower, ne? Das sieht ja anders aus. Doch, es ist der Tokyo Tower. Naja, habt den ja auch noch nicht gesehen, ne? Oder Platz, oder? Das hier ist... Ja, welches Land ist das jetzt? Irgendwas Afrikanisches, aber ich weiß nicht, was genau. Angola, Jordanien. Oh, es ist Marokko. Es ist schon wieder Marokko. Andauernd Marokko. Bisschen wenig Zeit vielleicht, Freunde, ne? Target, okay. Knuckles, Tokyo Tower, roter Platz. Radieschen. Litschi, Radieschen, weiß das Gleiche, meine Meinung. Meine Meinung, das Gleiche. Elmo, nicht. Ich kenne die alle nicht. Elmo, nackig, hätte ich eh nicht gewusst. Fortuna Düsseldorf, hätte ich nicht gewusst. Tokyo Tower, den habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Shanks wäre ich nicht drauf gekommen. Uluru, ich hoffe, dass Flask den wieder nicht hat, weil der hat letztes Mal schon Schwierigkeiten gehabt, wo er so gemeint hat, er hatte den nicht. Target, come on. Ach, das ist eine Marke wahrscheinlich, ne? Die Marke kenne ich nicht.
Eintracht Frankfurt. Da wäre Frankfurt drinnen, aber ja, komm. Ich habe mir vorhin The Race angeguckt im Stream, wo die so in Marokko ausgesetzt werden. Ja. Und gerade beim letzten Quiz kam auch schon Marokko dran. Würde denken, langsam denke ich dran, dass Marokko ein Land ist, das man eintippen könnte. Oh. Aber ich habe schon wieder Marokko nicht. Viel wichtigere Frage, Flask. Hast du Uluru? Ja. Diesmal schon, okay, verdammt. Ich habe gehofft, dass du es nicht hast. Ne, Uluru kam bei Quiz Duell schon 70.000 Mal vor. Also ja, aber letztes Mal hattest du Schwierigkeiten. Habt ihr also Radieschen? Ja, die habe ich. Das ist so ein Quiz, wo man viel zu schlecht abgeschnitten hat. Also das hätte man einfach viel besser machen können. Aber habe ich nicht gemacht. Hätte man. Aber hast du nicht gemacht? Hab ich nicht gemacht. Ich habe 10. Kannst du das überbieten, Brücki? Kann ich. Ich followe mit einem 16. Sehr gut. Ja, aber dann hole ich mir jetzt meine Punkte zurück, weil ich habe 21. Oh, okay, das ist stark. Du schreibst doch schneller als wir, ne? Das ist doch ein bisschen ich bin 10-Finger-Reinballer-System. Wir haben den 4er-Gleichstand. Oh, geil. Alles nächste auf Größe 0. Ist Royals und europäische Adelshäuser. Ach du Scheiße, da werde ich, richtig entblößt jetzt. Das ist ja richtiges Ich bin ein großer Fan der Royals. Ich bin ja auch adlig, wissen viele nicht, aber ich mir auch. Aus gutem Geblüt. Ja gut, dann räumst du jetzt ab, würde ich sagen. Royals und europäische Adelshäuser. Ja, also da kenne ich mich wirklich gar nicht aus, tatsächlich. Aber mal gucken. Königin Sonja, König Philippe und Letizia, Prinzessin Anne, Kronprinzessin Elisabeth. Ach, man muss sie zuordnen, ne? König Margrethe, Frederick und Mary mit ihren Kindern, Queen Elizabeth und Philip. Ja, das ist Windsor, ne? Das ist britisch. Royals sind für mich der Untergang des Abendlandes. Wenn eure Mutter sich die Royals anschaut und dann ihr erbärmliches kleines Leben nutzt, um sich über das Leben anderer auszulassen, dann wisst ihr ganz genau, Scheiße, ich muss mich weiterentwickeln. Ich darf nicht auf dem gleichen Level meiner Mutter bleiben. Ultra wichtig, dieses sich über andere das Maul zerreißen. Ich disgusting. Und bevor es Social Media gab, gab es halt eben diese Boulevardblätter, die dem Leben der Royals rumgefischt haben. Und das ist britisches Königshaus, House of Windsor. Das auch. Das auch. König Karl Gustav und Silvia. Ich glaube, das ist Schweden. Ich habe aber keine Ahnung. Ich kann weiterklicken. Königin Margarete II. Ich glaube, das ist Schweden. Ich habe aber keine Ahnung. So. Großherzog Henry mit Maria Theresa. Kein Plan. Prinz Harry und Meghan. Das ist House of Windsor. So, das ist die niederländische Flagge. Ich wusste nicht, dass sie eine Prinzessin Anne haben. Das ist doch niederländisch, ne? Aber ich hab ein Jahr dort gewohnt. Ich hab noch nie was von dieser Dame gehört. Kann ja nur Niederlande sein. Nicht, dass es jetzt Luxemburg ist, aber Luxemburg hat ein viel helleres Blau. Wenn das jetzt Luxemburg ist, dann kacke ich hier die Wand an. Fuck my life, es war falsch. Charles und Camilla ist auch Windsor. William, Kate, George, Louis und Charlotte ist auch Windsor. Philippe und Mathilde. Großherzog Henry und Maria Theresa. König Harald. Harry und Meghan, okay, Windsor. König Harald der Fünfte, yo. Das ist britisch. König Willem, Alexander und Maxima. Das ist actually niederländisch, glaube ich. Königin Sonja. König Philippe und Mathilde. Mathilde ist ein Hund. König Frederik und Marie mit ihren Kindern. König Philippe und Letizia. Das ist Spanisch. Prinz William mit Kate, George, Louis. Das ist doch auch House of Windsor. Ach, da gibt's mehrere. Das ist ja richtig. Königin Sonja. Das ist Belgien, oder? Och, nee. Charles und Camilla. Das sind ja alle aus Windsor. Philippe, das ist Spanien. Das, oder? Ja, klar. Philippe der Sechste, das ist aus Spanien. So. König Harald der Fünfte. I don't know. Elisabeth? Die sieht aus wie die Prinzessin von Holland, ehrlich gesagt. Aber vielleicht einfach die Schwester oder so, ne? Weil die ich meine, die heißt nicht Elisabeth. Ich gehe jetzt auf Niederländisch. Nee. Queen Elisabeth und Philipp. Ja, Windsor. Philippe ist doch auf jeden Fall Spanisch, oder nicht? Oder bin ich dumm? Es gibt ein Schwedisch, Norwegisch, Niederlande, Luxemburg, Britisch. Prinzessin Anne. Das sieht mir sehr stark nach Niederlande aus, weil da ist eine Flagge hier auf dem Dingens, ne? Das ist inkorrekt. Ich bin dumm. Kronprinzessin Elisabeth. Margrethe. König Frederik und Mary. König Frederik und... Also, wer bist du denn? König Frederik. Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch. Prinzessin Leonor. Könnte alles sein. Norwegen. Prinzessin Anne. Ist das Niederländisch?
Kann man die anderen nochmal sehen? Könnte auch luxemburgisch sein, ne? Das ist dänisch, Korlich. Ich meine, ich hätte den schon. Es gab so eine. Da hat der dänische König, der hat mal so ein Statement gemacht. Und das war schlau. Und ich glaube, das war der Typ. Oder war es der? Ich probier's. Du siehst mehr aus wie jemand, der durchaus im belgischen. König Margrethe, dessen Königin. Das ist noch eine echte Königin. Ach du Scheiße. Du siehst mir nach einer schönen, reinrassigen Luxemburgerin aus. Victoria Windsor. Was? Scheiße. Ich hab verkackt. Ja, Willem Alexander, das ist der holländische König. König Philippe, Belgien. So. König Karl Gustav von Silvia. Ja, das ist Schweden, würde ich sagen. So. Margrethe, ich glaube auch, dass sie Schweden ist, aber halt eine ältere. Ne, shit. Karl Gustav und Silvia. Norwegen. Philipp und Mathilda. Norwegen. Henry und Maria Theresa. Norwegen. Harald. Norwegen. Sonja. Ja. Da haben wir einen. Elisabeth. Klingt dänisch. Schade. Margarete war doch dänisch. Frederick und Mary. Keine Ahnung. Warum habe ich norwegisch geklickt? Frederick und Mary. Luxemburgisch. Ich habe verheiratet. Also ich kenne, also wirklich. Wirklich. König Philippe und Mathilde, das sind eiskalte Niederländer. Frederik und Marie mit ihren Kindern, für mich ganz klar belgisch. König Karl Gustav und Silber, das ist belgisch. Die Kronprinzessin Elisabeth, das ist safe niederländisch. Leonor, für mich schwedisch. Ich habe nicht ein einziges Mal richtig geraten und habe nur die genommen und habe nur die richtig, die ich kannte. Spanisch, niederländisch und sonst britisch. Großherzog Henry, ich habe keine Ahnung, Henry mit Marie, aber Großherzog, das ist kein König oder so. Henry, Maria Therese, das könnte halt auch so Holland sein eigentlich. Aber auch Luxemburg könnte es auch sein. Das ist noch gar nicht vorkommen. Ich nehme jetzt Luxemburg. So, König Frederik und Mary, pass auf. Das ist entweder Belgien oder Luxemburg, sage ich. Allein wegen dem Namen schon. Belgien. Fuck! Ja, keine Ahnung. Prinzessin Leonor. Die schaut holländisch aus, sage ich euch. Ja, so, jetzt habe ich langsam abgeschissen, ne? Harald der Fünfte, Dänemark war noch gar nicht dran. So. Ich fange an. Terrible. Wenn ihr noch schlechter seid, dann seid ihr auch terrible. Ich habe 9 von 17. Ich bin mehr terrible. Ach, scheiße. Du bist noch terribler, oder was? Ja, terrible. Ja, also ich habe nur, ich habe 6 Stück gewusst und beim Raten habe ich nicht ein einziges Mal richtig gehabt. Ja, ich habe sogar den falsch, der einfach so ein fettes, orangenes Band auf der Brust trägt, weil ich mir dachte, das ist zu offensichtlich, dass das jetzt Oranje ist. Ja gut, da ich in Holland gewohnt habe ein Jahr, wusste ich halt genau, dass Willem Alexander der König war. Ja, da bin ich einfach leider komplett oblivious. Ja, aber ich bin auch richtig schlecht und habe genauso 9 Punkte. Dann teilen wir uns 1,5. Kurze Unterbrechung, weil ich euch jetzt eine Quizfrage stelle. Und zwar folgende. Was wird jetzt direkt den Kanal abonnieren und ist sehr geil? Die Antwort auf die Frage ist du. Okay? Mach das mal, dann kannst du weiter gucken. Tschüss. Nächste Quiz ist Redewendung aus dem Mittelalter. Oh ja. Wollen wir da vielleicht noch eingehen? Ich überlege noch. Ja, rein, klar. Rein, geil. Rein. Redewendungen aus dem Mittelalter. Ergänze den Lückentext. Ein Quiz von Tina Tevetino, der Quizmaus Nummer 1. Einen Zahn zulegen. Auf die hohe Kante legen. Immer der Nase nach. Ich habe den verloren. Alles ist in trockenen Tüchern. Alles ist in Ordnung. Trockenen Tüchern. Ach, keine Ahnung. Ich habe den Draht verloren. Ich habe den, komme ich sicher gleich drauf. Alles ist in Butter. Das ist doch schon die halbe Miete. Für jemanden, die Hand ins Feuer legen, auf den... Fuck, ich bin auf den gekommen, das kenne ich. Komme ich sicher auch gleich drauf. Den Geschmack auf den Richter aus heiterem Himmel. Rutscht mir noch den Buckel. Etwas aus dem Arsche. Das geht auf keine Kuhhaut. Durch die Magengrube, die jemand nicht das Wasser... reichen können. In der stehen. Etwas im Schilde führen. Der beißt die keinen Faden ab. Maus? Jemand einen geben. Sich etwas hinter die schreiben. Ohren. Ich habe den Faden verloren. Ah, ja. Durch die gegangen. Lappen. In der stehen. Schuld stehen. Jemand einen geben. Jemand einen Rat geben? Nee. Jemand einen Tipp geben? Ja, also es kann dir alles sein. Etwas aus dem Schuh ziehen. Durch die Lappen gegangen. Ist doch gut, ist doch möglich. Oh, bist Lappen gegangen, jemand einen... Etwas aus dem
gut ist gut, ne? Auf den Geschmack gekommen, hatten wir schon, ne? Auf den Hund gekommen, ihr Ferkel. Jemand einem Korb geben. Ah, einen Korb geben, ja klar. Korb, jemandem einen Korb geben. Na, kenne ich mich nicht mit aus. Kennst sicher alle drei. Durch die Lappen gegangen, na, selbstverständlich. In der Kreide stehen, ja. Jemand einen Korb geben, meine Fresse. Meine Fresse. In der Kreide stehen und jemandem einen Korb... Korb! Scheiße. Korb geben, ja. Ist natürlich auch so ein Ding, wie soll ich wissen, wie man jemandem einen Korb gibt? Also es ist ja nun mal überhaupt nicht realistisch. Da bin ich ja von Anfang an benachteilt. Bei mir ist es das Gegenteil, Brücki, und ich wusste es trotzdem nicht. Leute, ich sag's wie es ist. Ich wusste, oder ich kannte im Grunde alle. Aber ich hab nicht alle, weil ich dumm bin oder sowas. Na, ich glaube, das ist das Prinzip von dieser Art Rätsel. Kann sein, aber es ärgert mich trotzdem sehr. Ja, ich kenne auch alle, ich habe auch nicht alle tatsächlich. Ja, ich kann anfangen. Ich war sehr gut hier. Ich habe 17. Ich habe in der Kreide stehen und jemandem einen Korb geben. Also Kreide und Korb habe ich auch nicht. Was hat denn der Brückmann nicht? Ich bin nicht auf den Hund gekommen und jemandem einen Korb geben ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Kann ich gar nicht mehr arbeiten. Hab ich auch nicht. Also das heißt, ihr habt beide 17. Ja. Das ist tragisch, weil ich habe nur 16. Ja. Ich habe nämlich den Lappen auch nicht. Brücki nicht, wir teilen uns 1,5. Brücki 5,5. Ryan auch, ich bin auf 7 jetzt. Tiere und ihre Rekorde. Jetzt los. Ist sowas, wo ich wahrscheinlich schlecht abschneiden werde, aber was wenigstens sehr, sehr interessant ist. Gehen wir rein. Welcher Vogel ist der schnellste? Wanderfalke, Mauersegler, Steinadler. Ich sage Mauersegler. Einfach irgendwas in meinem Bauch, in meinem sehr großen Bauch. Schreit danach. Welcher Vogel ist der schnellste? Der Wanderfalke. Das ist auch das schnellste Tier generell, glaube ich, auf der Welt. Der Wanderfalke. Welche Tiere tauchen am tiefsten? Der Flohkrebs, der Knochenfisch oder der Tintenfisch? Ich glaube, Tiere ohne Wirbel können theoretisch auch am tiefsten tauchen, oder? Aber Flohkrebs, also... Ja, würde ich eher den Tintenfisch geben tatsächlich, aber ich weiß es nicht. Welche Tiere tauchen am tiefsten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist der Tintenfisch, weil die sind am Meeresgrund zu finden meistens, ne? Die wühlen doch immer den Meeresgrund auf, oder nicht? Welches Tier ist am ältesten? Galapagos-Schildkröte. Welches Tier wird am ältesten? Der Grönlandhai, die Galapagos-Riesenschildkröte, der Riesenschwamm? Actually, ich finde, Riesenschwamm klingt auch verdammt gut. Der chillt einfach seine scheiß Nuggets für hunderte von Jahren. Die werden auch beide sehr alt, aber nicht so alt wie ein Riesenschwamm. Der Typ, davon leben noch Viecher, die haben theoretisch den amerikanischen Bürgerkrieg mitbekommen, so viel habe ich schon mal gehört. Und die Dinger werden auch weit über 100 Jahre alt. Aber ich glaube, so ein Riesenschwamm, keine Ahnung, wie alt die Dinger werden. Ich weiß nicht, was daran ein Tier sein soll. Aber das ist bestimmt einfach nur so eine zellulare Masse. Welches Tier ist der schnellste? Welcher Fisch, Wanderfalke, Luft? Was ist man denn am ehesten? Land, Wasser oder Luft? In der Luft würde ich jetzt tippen. Kannst du schneller werden als am Land, right? Schon. Ja, aber sind das schon die schnellsten in ihrer jeweiligen Disziplin? Das sind 100 irgendwas km/h. Der macht doch mehr als 100 km/h. Im Maximum, würde ich tippen. Welches Tier ist der schnellste? Es ist auch der Wanderfalke. Oder es ist ein Bait und es ist der Fächerfisch. Der Wanderfalke ist auf jeden Fall schneller als der Gepard. Und ich glaube, der Wanderfalke ist auch generell einfach das schnellste Tier. Der Gepard ist 0% Chance, dass der schneller ist. Der Fächerfisch, den kenne ich persönlich jetzt nicht. Welches ist das längste Tier der Welt? Schnurwurm, Riesenkalmar oder Blauwal? Das ist bestimmt der Schnurwurm. Der ist bestimmt so ultra lang, wenn man den irgendwie ausklappt. Welches ist das längste Tier der Welt? Schnurwurm, sicher sogar. Das ist ein Bandwurm, der übelst lang ist. Welches ist das schwerste Landtier? Boah! Elefant, Flusspferd. Ein Flusspferd ist schon sehr massiv. Ein Nashorn ist auch sehr fett. Das ist richtig schwer. Aber ich würde dann doch Elefant sagen. Welches ist das schwerste Landtier? Das schwerste Landtier? Flusspferd, Elefant oder Nashorn? Elefanten. Safe. Welcher Vogel hat die größte Spannweite? Der Andenkondor, Bartgeier oder der Wanderalbatros? Der Wanderalbatros, weil der weit wandern muss und dafür braucht eine große Spannweite, um wenig Energie zu verbrauchen. Ja, alle nie gehört. Wird bestimmt der Wanderalbatros sein. Ja, ich sag mal der Andenkondor. Welches Tier kann am höchsten springen? Impala, Puma oder Delfin? Ich sag einfach mal Impala. Puma, ich glaube tatsächlich, dass es eine Antilopengatte ist, weil die machen so heftige Bewegungen und die jumpen da nach oben, bringen da irgendwie 10 Meter. Oder? Komm, ich riskiere es, ich weiß es eh nicht. Welche Schlange ist die längste? Das ist ein Python, aber ich weiß nicht, was für ein Python. Nördlicher Felsenpython? Ich glaube, es ist die letzte. Viele sagen ja die Python, ne? Ich habe von einem guten Freund Patton Hill, der öfter im Chat ist, gelernt, es ist der Python.
Aber es kommt mir auch nicht gut über die Lippen, muss ich sagen. Ich falle immer wieder in das Muster die rein, aber ist auch egal. Anaconda, Netzpüter, nördlicher Felsenpüter, nördlicher Felsenpüter, Anaconda. Mir schwimmt ja gerade die größte Spannweite. Herkules-Spinner, weiße Hexe, Goliath-Birdwing. Klingt nach Goliath, klingt groß. Der Goliath-Birdwing. Das klingt ja so fake einfach, Goliath-Birdwing. Die längste Zunge. Giraffen haben eine lange Zunge, Ameisenbär hat auch eine lange Zunge, Chamäleon auch. Ich sag trotzdem mal Giraffe. Die haben eine sehr lange Zunge, glaube ich, damit die so die Blätter so ordentlich schlabbern können. Ameisenbär, die haben alle drei lange Zunge. Ja, Ameisenbär, der geht richtig tief in die Erde rein. Oder doch Chamäleon? Chamäleon oder Ameisenbär? Komm, ich gehe mit Ameisenbär. Ich glaube, der hat die längste Zunge. Der hat ja mindestens so eine lange Zunge wie Schnauze, ne? Das muss ja richtig lang sein eigentlich. Welches Tier wandert am weitesten? Wandert! Der Grauwal wandert doch nicht. Wanderlibelle, Küstenseeschwalbe. Ach so, ja, okay. Einfach nur von A nach B kommen. Küstenseeschwalbe, sage ich. Das ist so eine, die... Nee, oder? Doch, die Wanderlibelle? So obvious. Küstenseeschwalbe. Grauwal? Küstenseeschwalbe. Welches Tier wandert am weitesten? Wanderlibelle, Küstenseeschwalbe, Grauwal. Grauwal, sag ich einfach mal. Welches Tier ist... Ah, Vögel wandern wahrscheinlich länger. Welches ist das giftigste Tier der Erde? Giftmenge im Körper. Vogelfisch, Seewespe, Blauringkrake. Welches Tier erzeugt die meisten Nachkommen? Stubenfliege, Flöhe. Welches ist das giftigste Tier der Erde? Giftmenge im Körper? Die Blauringkrake. Wenn ihr von der gestochen werdet, dann ist euer Körper paralysiert und ihr müsst 24 Stunden lang künstlich am Leben gehalten werden, ansonsten sterbt ihr einfach, soweit ich weiß. Sehr giftig, das Ding. Welches Tier erzeugt die meisten Nachkommen? Thunfisch, Stubenfliege, Floh? Keine Ahnung. Stubenfliege vielleicht. Welches Tier hat die meisten Augen? Libellen. Ich sag hier einfach Floh. 6! So, Knochenfisch. Ich hatte keine Zeit mehr, ich muss jetzt irgendwas auswählen. Es wäre der Knochenfisch gewesen, wusste ich nicht. Wandervolk ist richtig. Am ältesten, aha, der Riesenschwamm. Hätte man irgendwie drauf kommen können, aber ich habe ehrlich gesagt die Schildgröße gelesen und gleich drauf. Wanderfalke wusste ich, Schnurwurm war ich mir sehr sicher, Elefant, okay, geil. Wanderalbatros passt, Delfin, aha, okay. Netzpython, geil. Es war doch die weiße Hexe, alles klar. Ameisenbär, sehr cool. Küstenschwalbe, sehr geil. Seewespe, ja, das war alles falsch, toll, toll. Aber ist okay, right? 8 von 15 ist mehr als die Hälfte. Ja, ich habe so semi abgeschnitten. Ich bin nicht zufrieden. Ich auch nicht und deswegen fange ich jetzt wieder einmal an. Weil ich habe am Ende die Tage gesehen und dachte mir, scheiße, das ist nicht gut. Ich habe nämlich nur 6. Oh, das ist wirklich ich hab unfassbar wirklich schlecht. Bei 3 oder 4 Fragen habe ich erst das Richtige geklickt und am Ende nochmal gewechselt, weil ich mir dachte, ah, das passt vom Muster her besser. Brückmann, wie viel hast du? Nein, erstmal du. Mach doch warum mal. Warum denn? Mach du auch hallo? Mal ich, mach doch so richtig oft first. Ich habe 8. Ich habe auch 8. Ja, so. Und ja. Damals so lange herumgeschissen. Wegen dann sind wir jetzt 8. Alle wieder bei 7. Einfach Kopfrennen. Kopf vielleicht sind wir heute einfach alle die schlauesten Menschen der Welt der Woche. Das fände ich schön eigentlich. Vielleicht, ja. Jetzt kommt Städte dem Land zuordnen. Also ich würde sagen, in Geografie punkten ist grundsätzlich nicht schwer, aber gegen euch dann doch, glaube ich. Ihr seid ja immer ultra stark. Das ist wieder so ein Klick-Quiz. Sprich, wir fangen an mit Bari, aber nicht wirklich. Na? Straßburg, ja, das kriege ich hin, glaube ich. Pula, habe ich schon mal gehört. Utrecht. Uppsala, Almere, Tampere, Nizza. Ja, Nizza ist Frankreich. Straßburg, das ist, ach, da. Utrecht, Niederlande. Uppsala, Finnland, nein. Almere, Portugal. Gibt's Portugal? Das ist Spanien. Tampere, fick dich doch. Nizza ist auf jeden Fall Italien. Hä? Straßburg, Frankreich. Pula, keine Ahnung. Utrecht ist Niederlande. Uppsala ist Schweden. Almere, Niederlande. Tampere, keine Ahnung. Nizza, Frankreich. Linz, Österreich. Siena, ist das Spanien? Shit. Innsbruck, Sisak, Basel, Ankara, Antwerpen, Alicante, Oslo, Danzig, Bergen, Sevilla. Wie heißt Spanien, oder? Aquareri, Belgien, Brüssel, Espoo, Genf, Antalya, Bari, Straßburg, Linz ist Österreich. Linz ist Österreich. Siena klingt schon wieder nach Italien. Innsbruck ist Österreich. Basel. Wieso traue ich mich, die Basel anzuklicken? Ankara, Antwerpen, das ist Spanien, richtig? Oslo ist Norwegen. Kupavogur, das, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber das schaut ungarisch aus erstmal. Wenn Ungarisch nicht da ist, dann würde ich einfach mal auf Finnland tippen. Okay, fuck. Basel, Schweiz, Ankara, Türkei, Antwerpen ist Belgium,
Alicante, keine Ahnung, absolut keine Ahnung, Italien. Oslo, Norwegen. Antwerpen, oh, Antwerpen, Niederlande, ich krieg Krise. Oslo. Ich schwöre bei Gott, ich wollte nicht hier draufklicken. Griechenland. Bergen, klingt nach Österreich. Ist nicht Österreich, oder? Bergen, Schweiz? Akureyri. Schwanke zwischen Türkei und Island, aber ich habe null Plan. Göteborg, Krakau, Bari. Pula ist doch Kroatien, oder? Ja, Utrecht. Cesalonok, was? Ach so, ich kann es nicht aussprechen, aber es ist Griechenland. Danzig, Polen, Bergen, Norwegen, oder? Ja, Sevilla, Spanien, Akureyri, das ist türkisch, oder? Damn it. Belgien, Espoo, Doppel-O, ganz selten, ich sag Finnland. Genf, als natürlich, Antalya, Türkei, Göteborg, ist Schweden. Patras klingt sehr griechisch, Zanicki auch. Danzig ist Polen, Bergen ist Norwegen, Sevilla ist Spanien, Gegner Türkei, Brüssel ist Belgien, oder? Genf ist auch Belgien, nein. Nee, Genf ist Schweiz, right? Antalya ist Türkei. Göteborg, richtig Schweden dadurch. Krakau. Ich bin super verunsichert, Chat. Holy shit, bin ich verunsichert. Das ist so krass. Ich bin so krass verunsichert, weil ich Antwerpen nicht richtig habe und so. Also nicht nur das. Super viel nicht richtig. Espoo klingt finnisch für mich. Pede, Sisak. Gerade habe ich jetzt schon übel Glück. Pula. Wenn ich Pula wäre, wenn ich Tampere wäre, wäre ich in... Ich würde nach Spanien klingen, aber wäre in Italien. Wenn ich Bari wäre, dann würde ich nach... Pula. Almere. Almere. Tampere. Kein Plan. Ach, da war Italien, ist ja auch noch da. Ich bin dumm. Ich hätte nicht einmal drauf geklickt. Ja, also Oslo, Norwegen. Ich weiß nicht, wie ich da auf Finnland gekommen bin. Bergen, Norwegen. Ja, Antwerpen, Belgien ist ein bisschen traurig, dass ich... Habe ich da auf Niederlande draufgeklickt bei Antwerpen? Ich glaube schon. Patras, Griechenland, kenne ich nicht. Siena, Italien. Bari, Italien. Espoo, Finnland, Uppsala, Schweden. Tampere, Almere. Und das ist Island, okay. Naja. Also ich bin nicht zufrieden, aber es könnte schlimmer sein, glaube ich. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden, weil die hätte ich rat... Oh, Siena. Ja, okay, ich bin dumm. Siena hätte ich eigentlich wissen müssen. Alles andere hätte... Auch Island habe ich in der Liste gar nicht gesehen, sage ich euch, wie es ist. Oh mein Gott. Weil das hätte ich tatsächlich, wenn ich Island gelesen hätte, dann doch bei Island probiert. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber trotzdem, war stark. Kann man machen. Ich denke, Antwerpen ist in Niederlande. Ich auch. Nee, das ist im niederländischsprachigen Teil von Belgien im Norden. Ich war so sicher. Aber wer entscheidet das denn? Ja. Ja, also ich war okay. Aber es ist schon eher schlecht, aber nicht... So schlecht, dass ich sagen würde, ich bin dumm, aber so, dass ich unterdurchschnittlich performt habe, glaube ich, ja. Okay, ja, ich ärgere mich auf jeden Fall bei zwei Sachen, die ich wissen hätte können oder sollen. Ja. Und der Brückmann, der hat irgendwie schon angedeutet, dass er gar keinen Bock hat. Die macht gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er null Punkte hat. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ach so, ja, also es hat sehr frustrierend geklungen. Ja, ich war, also weil ich halt Antwerpen zum Beispiel auch, also für mich ist Antwerpen niederländisch, können die mir so erzählen, was die wollen. Und zum Beispiel Genf in der Schweiz muss da auch nicht hin. Straßburg ist auch belgisches Fuck. Naja, auf jeden Fall habe ich 20 Straßburg, nur. Frankreich. Mann, der Brückmann. Straßburg. Also 20 ist aber doch eh ganz stabil. Ja, ist okay, aber ist halt, wenn du Straßburg nicht hast oder nicht. Dass du Straßburg falsch hast und trotzdem mehr als ich muss, das. Ich muss aber, jetzt. Ich habe auf jeden Fall 24. 24, ich habe 19. Ja, Brückmann, ja, stark. Habe ich dich unterschätzt, es tut mir leid. Das heißt, ich habe 0, also eh schon aufgedingst worden, ne? Ja, ich hab, nee, noch nicht. 7, 8, 9. Ja, ich krieg 0, Brücke 1, Reihen 2. Der nächste Kurs ist Dinge mit P. Wie viele machen wir noch? Nur so? Noch 2 oder so? Bis 22:30 einfach. Also ich würde sagen noch 2. Klingt ja, Dinge mit P. Ein Quiz von Tina Tevitino. Das kann nur gut werden. Ich weiß nicht, wie das Ding hier heißt. Palette. Papst. Parkett. Poseidon. Oh mein Gott. Ein Pudel. Komm, das mache ich nachher gleich. So, P. Perücke. Perücke. Schreibt man... Ah, ich kann wieder nicht schreiben. Oh, wie heißt das? Wie heißt dieser scheiß Aufzug? Der hat einen Namen und ich hab's vergessen. Ich hab Angst als Kind vor denen gehabt. Weil ich dachte, dass sie sich so 180 Grad drehen und du dann am Kopf stehst. Wir haben Pelikan, Posaune, nehme ich an. Ja, eine Pewi, eine Perührung, ein Vers,
ein Vers, aber es ist doch ein Vers, oder nicht? Eine Passage vielleicht? Ein Psalm gibt's noch, ne? Ja. Kastanien. Persimmon. Was ist das? Grapefruit, Orange, keine Ahnung. Pyramide. Der gute Hirte, Petrus. Psalm. Steht sogar drauf. Ein Psalm. Pagode. Palisade. Papagei. Pailletten. Und Pantoffeln. Oh Gott, wie schlecht. Was soll das sein? Der Herr ist mein Hirte. Ach, der gute Hirte. Psalm. Psalm! Wie heißen die Teile? Die haben sicher einen bestimmten Namen, den ich nicht kenne. Peking war ja nicht, ne? Das ist auch wahrscheinlich Japan und nicht China. Keine Ahnung. So, was ist das? Ne, das ist die Buche. Buche? Ne, was ist das? Das ist eine Zitrusfrucht? Was zum Fick? Ich kenne das aber von wo? Das ist wie eine Quinte, aber ich brauche ein Wort mit P. Was ist das denn eigentlich? Puschel? Was ist denn das? Flausch? Na gut. Palisade? Und das ist so... Weiß ich nicht, Leute. Was ist das denn? Was ist denn damit gemeint eigentlich? Ist das ein Pfirsich? In grün? Kann ja sein. Weiß man ja nie, ne? Pellegrino hat das immer so... Pellegrino-Limo hat immer so etwas Grünes. Eine Limette? Eine Erdbeere? Eine Plimbeere? Eine Plombeere? Eine Pflaume? Was soll das sein? Eine Prothese, oder? Ich war so verwirrt, weil hier Michelangelo hier Dingens nachgestellt, aber das hat ja überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Und das hier ist Aufzug im Brandfall. Das ist doch ein Personenlift, oder nicht? Wie könnte man das denn noch nennen? Ach, keine Ahnung. Was ist denn das? Berührung von zwei Roboterhänden. Psychose. Hausschuhe halt, würde ich das unten nennen. Pantoffel. Ja, die Pantoffel. Der Aufzug, Alter. Ach, ich ärgere mich gleich bei diesem Aufzug so sehr auch. P, ein Notenblatt, ein Noten, Musik, Komponist, komponiertes Stück. Ne, ich bin komplett raus. Alles, was mir einfällt, ist mit B, Birke, P. Fuck, warum weiß ich das nicht? Und der Aufzug, der nervt mich so. Was? Ich hab Paternoster die ganze Zeit im Kopf, aber ich hatte das im Kopf die ganze Zeit. Aber dann dachte ich, was rede ich für eine Scheiße? Ich habe es mir selber wieder ausgeredet, weil Paternoster ja einfach nur unser Vater heißt. So, ich dachte, das wäre ein Gebet, so Paternoster, Vater unser. Ein Paternoster, eine Perücke. Ah! Partitur, ja, kenne ich. Pomelo und Platane, Paternoster. Ja, Perücke ist das Einzige, was ich hätte noch haben müssen. So. Ich dachte, die Frisur ist gemeint. Ich habe nicht gerafft, dass, ja, weiß ich nicht, wie ich da drauf nicht gekommen bin. Ne? Platane. Paternoster, Partitur, Pomelo, Prothese und Pailletten. Warum machst du denn das als Prothese, Junge? Mach doch da irgendwo, der mit dem Arm fehlt. Die Prothese. Na gut. Da sind Sachen dabei, die habe ich schon mal gehört, aber noch... Ich brauche dich jetzt. Ich brauche... Du musst vor Ryan sein. Das ist wichtig. Also es tut mir sauleid, ne? Aber es wird wohl schwer. Mann, ich hoffe, Ryan hat Ryan geschissen. Verstehst du aber, ja, Ryan heißt. Das... Ziemlich witzig. Also, ja. Der Paternoster, der Personenlift. Ärgert mich so hart, weil ich wusste, dass ich das Wort eigentlich kennen müsste, wie der heißt. Und ich hatte die ganze Zeit Paternoster im Kopf. Die ganze Zeit. Und ich habe mir selber eingeredet, dass Paternoster ja eigentlich Vater unser Vater ist. Mhm. Und dass das nicht stimmen kann, weil das ist ein Gebet. Deswegen habe ich es nicht eingetippt. Und sonst war ich auch schlecht. Ja, ich war gut. Problem ist, wenn Brücki Ryan nicht schlägt, dann bringt mir das nichts. Ich würde ganz ungern Ryan nur schlagen. Einfach Gewaltscheiße. Pass auf, ich fange an, weil ich denke, ich habe die meisten. Ich war nämlich ganz gut mit 15. Okay. Habe ich mehr als ihr? Ja. Ja. Dann kann ich wahrscheinlich Schützenhilfe leisten, weil ich habe 14. Ja, gut, Flays, herzlichen Glückwunsch, weil ich habe nur 12. Ja! Ja, dann haben wir den absoluten Gleichstand. Ja, geil. Gut, aber wir machen jetzt noch eins, das heißt, wir werden auf gar keinen Fall mit dem absoluten Gleichstand rausgehen, ne? Fuck, ja, also wir noch ich eins. Ich fände es auch süß, wenn wir so aufhören würden, aber wir können auch noch eins machen. Ach komm, das machen wir schon noch. Ja, machen wir noch. Gleichstand kann so nicht stehen bleiben. Ja, denn wir haben jetzt einfach vor dem letzten Quiz den absoluten Gleichstand, ja. Geschichte nach Buchstabe B. Gut, ja, dann machen wir. Okay, toi, toi, toi an alle, ja? Ja, ganz viel Spaß. Gleichfalls. Dir auch, Commander. Also im Grunde ist es ganz klar, der, was dieses Quiz gewinnt, gewinnt heute. Ich habe noch nie gewonnen. Ich war schon Zweiter, souverän, ein, zwei Mal. Ich war oft Letzter. Das heißt, Geschichte nach Buchstaben B. Entweder scheiße ich jetzt komplett rein oder ich hole mir die Kacke jetzt. Tauber deutscher Komponist, Beethoven.
antike Stadt bekannt für ihre hängenden Gärten. Babylon. Moderne Hauptstadt in der Nähe des oben genannten Ortes. Oh, wo ist Babylon? Oh mein Gott. Peking. Beijing. Ich weiß nicht, wo Babylon ist, Alter. Diese Stadt hatte eine Tea Party im Jahr 73. Boston. Ihm wird häufig die Erfindung des Telefons beschrieben. Bell. Gefängnis, das während der französischen Revolution gestürmt wurde. Bastille. Ludwig II. War König von Bordeaux. Scheiße. Böhmen. Scheiße. Scheiße. Ludwig II., der Märchenkönig, war König von Bayern. Stadt, die bis 1998 in Mauer geteilt wurde, das müsste Berlin sein. Oströmisches Reich, Byzantisches Reich oder so? Nee. Oströmisches Reich, skip. Ja, Byzantinien. Byzantinisches Reich. So. Russische Fraktion, die in der Oktoberrevolution Macht gewann. Kein Plan. Abraham Lincolns Attentäter. Oh, woher soll ich denn das wissen? Weiß man wahrscheinlich, ich weiß das nicht. Nachfolger der niederländischen Siedler in Südafrika. Die Buren. Buren? Hat man das so? Oha, schreibt man aber nicht so, ne? Aber egal. Deutsche Luftangriffe auf Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs. Schriftsteller Anne, Emily und Charlotte. Was vor der Eisenzeit kam. Bronzezeit. Spitzname des Piraten Edward Teach. Blackbeard. Welche Königin, die eine Revolte gegen die Römer führte? Königin? Keine Ahnung. Ich glaube, die Frau von Heinrich dem Siebten. Napoleons Nachname, Bonaparte. Früher Name Mumbais, Bombay. Bombay? Befreier Süd- und Zentralamerikas. Art von Krieg in Amerika 1861 bis 1865 oder Spanien? Bürgerkrieg. Da habe ich Buren aus Versehen nur mitgekriegt, ne? Böhmisches Reich ist ja kompletter Quatsch. Moderne Hauptstadt in der Nähe des oben genannten Ortes. Byzantinisches Reich. Art des Kriegs in Amerika oder Spanien. Unabhängigkeits... Oh, fuck! Gut angefangen und so scheiße weitergemacht, Alter. Ach, mit B! Ach, ich mit B! Ich bin voll vom... Okay. Ich bin wirklich komplett abgedingst. Ach, dann falsch geschrieben. Okay, mit Birmingham. Ich bin komplett ab mit B, du hast vollkommen recht, Alter. Ich bin komplett raus gewesen. Ich habe irgendwann vergessen, dass es mit B sein muss. Schriftsteller, Spitzname Piraten Edward, Bonaparte. Wenn er Mumbai ist, das ist die Stadt. Freier Süd- und Zentralamerikas. Bolivar, Simon Bolivar. Art von Krieg in Amerika oder Spanien. Okay, der Blitzkrieg ist vielleicht nicht das Richtige, oder? The Blitz, geil. Das war lucky. Aber dieses Bolschewiki, so rum. Okay, dann so rum. Tauber deutscher Komponist. Beethoven war kein Deutscher, oder? Lol, wusste ich natürlich. Nahe für den Siedler in Südafrika ist die... Der hat einen ganz weirden Namen, Mann. Bienen... Nee, mehr komme ich gerade nicht, Chat. Wie heißt denn der Erfindung Telefon? Bell. Alexander Graham Bell, ja. Statt in der die Titanic gebaut wurde... Birmingham. Schriftsteller mit Annie, Emily. Ja, ich habe keine Zeit mehr. Bonnie. Brigitte. Ja. Ja, das reicht nicht. Ah, Simon Bolivar. Anne Boleyn. Boudica. Bronte. The Blitz. Belfast. Ah. Ja, Belfast, Bagdad. Bolschewiki. Da hätte man alles haben können. John Wilkes Booth werden die nicht haben, glaube ich nicht. Auch wenn man es eigentlich weiß oder wissen kann. Es war okay. Die Buren. Belfast. Boudica habe ich schon mal gehört. Anne Boleyn nie gehört. Mumbai, kann ich, ja. Bürgerkrieg. Okay, Boys. John Wilkes Booth, Bayern, Lulle. Ja, ist okay. War nicht so ultra schlimm. Das meiste wusste, oder das Wichtigste wusste. Oder, lass mich so sagen, ich glaube, dass ich mehr habe als die anderen. Fuck. Bagdad, hätte ich noch wissen können, wenn ich Zeit gehabt hätte, aber nee. Bastille, ja, Bayern, ficken. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, mit langem Überlegen, Bürgerkrieg. Ja, wenn ich so nicht so dumm gewesen wäre, Belfast, hätte man auch drauf kommen können. Ah, das ärgert mich. Komplett reingeschissen. Okay, Leute, Pimmel auf den Tisch. Okay. Ja. Tauber deutscher Komponist. Ja, Beethoven. Haben wir alle. Das Ding ist, ich habe bei der Hälfte vom Quiz vergessen, dass die Ergebnisse mit B sein müssen. Das ist nicht gut. Das erschwert die Sache ein bisschen. Das ist absolut. Die antike Stadt Babylon haben wir wahrscheinlich auch. Haben wir auch alle. Haben Bagdad. Wir alle Bagdad.
Ja. Ja, aber nee, hab ich dann verschissen. Ich hab Bagdad nämlich auch nicht. Ich hab's, geil. Aber wir haben dafür alle die Boston Tea Party, ne? Selbstverständlich. Ja. Alexander Graham Bell, haben wir auch alle? Selbstverständlich. Ja. Wirklich? Ja. Ja. Scheiße. Sturm auf die Bastille haben wir. Ja. Bayern haben wir. Bayern hab ich nicht. Bayern ist der erste, den ich nicht hab. Neuschwanstein, ja, das, Bayern hab ich. Was du denn Bayern hab ich. Klar. Berlin haben wir. Ja. Byzantinisches Reich. Hab ich. Hab ich auch. Die Bolschewiki. Hab ich. Nee. Boah, ich hab richtig schlecht abgeschaut. John Wilkes Booth. Nee. Den hab ich leider nicht. Nee. Ich auch nicht. Bolschewiki hatte ich auch nicht. Die Buren. Ja. Die haben wir alle über den Bürgerkrieg, ne? Nee, ich kann mir jetzt den Namen. Ja, ich hab, wenn du Bürgerkrieg angegeben hast, hast du automatisch Buren auch. Nein, wirklich? Ja. Okay, das ist. Scheiße. Ich hab Bürgerkrieg auch nicht. ich hab Bure mit OE die ganze Zeit geschrieben, weil das ja auf Holländisch mit OE geschrieben wird. Siddhartha Gautama. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Belfast hab ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Der Blitz. Wir auch nicht. Nee. Hab ich. Bronte? Nee. Hat keiner von uns. Bronzezeit haben wir alle. Ja. Blackbeard auch. Haben wir auch. Hab ich verschissen. Boudicca? Nee. Nein. Hat keiner, okay. Anne Boleyn? Nein. Nee. Auch keiner. Bonaparte haben wir alle. Ja. Bombay haben wir alle. Nein. Nee? Okay, krass. Nein. Simon Bolivar habe ich nicht. Habe ich. Ich auch nicht. Und den Bürgerkrieg, den hat Brücke nicht. Den habe ich auch nicht. Das heißt, im Grunde genommen, Vesk ist wie immer der schlauste Mensch der Welt der Woche. Ah, weiß ich nicht. Du hattest schon auch relativ viel. Zieh das Weinpflaster einfach ab, okay? Und über mich brauchen wir nicht reden gerade, glaube ich. Ja, Ryan, ich glaube, du bist leider raus für den Gesamtsieg. Glaube ich auch. Du hast ja sehr knapp. Du hast wie viel? Ich habe 10. Brücke. Ich habe 14. Ich komme manchmal schnell. Also, Brücke, du warst nie näher dran. Nie, aber ich habe leider 15. Leider 15. Weil ich nicht auf Bürgerkrieg komme, es ist so krass. Das war Alter, nach dem Punktestand, wie ich es schaffen konnte, nochmal echt letzter zu werden, das ist frustrierend. Ja. Aber Brückmann. Also ich hätte es dir gegönnt. Ich mir auch, aber es war sehr stolz. Warst du schon mal erster, Brückmann? Nein, das habe ich bisher immer vermieden. Okay, ja gut. Absichtlich. Ja. Aber das sind wir auch schon zu zweit, ne? Das war das knappste und wahrscheinlich eines der spannendsten Quiz-Duells bisher. Das war schön. Die auf mich gewettet haben, haben geschwitzt bis zum Ende. Ja, ich bin der schlauste Mensch der Welt der Woche. Brücki ist auch fast schlauste Mensch der Welt der Woche. Und Ryan auch, weil wir waren sehr knapp aneinander. Aber ich gewinne und damit seid ihr entlassen in ins Rest vom Wochenende. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Auch von mir. Macht's gut, ja?